Und herzlich willkommen bei einem neuen Video, bei einer neuen FIFA 19 Reihe auf meinem Kanal. Ich bin der Mocha und wir versuchen Eintracht Braunschweig aus der dritten Liga hinaus zu führen. Warum habe ich mich für Eintracht Braunschweig entschieden? Das ist ganz simpel. Ich bin riesengroßer. Und ich kann mir das, was momentan in der dritten Liga passiert, nicht geben. Es ist ganz, ganz schlimm. Gut, dann gucken wir natürlich als allererstes nach einem Jugendstabtrainer. Wir haben 4,7 Millionen. Das heißt, wir nehmen den Belgier für 1,4. Der darf schön in Deutschland aufbauen, 3,8. Und dann werden wir uns mal die Mannschaft angucken. Wen wir brauchen, wen nicht. Ich habe mir natürlich meine Gedanken schon vorher etwas gemacht. Das Problem bei Eintracht Braunschweig ist, die haben eine einen sehr, sehr großen Umbruch hinter sich. Und ja, das heißt, viele der Spieler sind 2018 gekommen, wie Burmeister zum Beispiel. Und es ist nicht möglich, sie zu verkaufen. Sprich, die Spieler, die ich verkaufen kann. Niemand. Kann ich nicht verkaufen. Wichtigster Spieler für mich. Gut, Chambers ist jetzt in Wirklichkeit nicht mehr da. Fejo Salou soll in Wirklichkeit abhauen. Bulut ist für mich, also nach meinem Empfinden, auch sehr wichtig. Seit 2018. Stimmt zwar nicht so ganz, aber 2018, Ferdinand Braunschweig, den kann ich nicht ersetzen. Das ist der einzige, den ich wirklich, wenn Kascha und Walzig ist zwar wichtig, aber ich werde ihn auf die Transferliste setzen. Gut. Engelhardt werde ich ebenso auf die Transferliste setzen, um halt ein bisschen Geld zu verdienen. Ansonsten können mir die Vereine sehr, sehr gerne Angebote machen. Ich werde nicht dieses 4-3-3 spielen. Ich werde ein 4-2-3-1 spielen. Jemand vorne drin. So. Gucken wir uns mal die Auswechselbank an. Burmeister, kein defensives Mittelfeld, das ist auch wichtig. Der kann auch Innenverteidigung, aber das heißt, wir haben keinen. Ich weiß, dass der auch Mittelfeld kann. Admunden, da haben wir's. Der kann die ganze linke Seite besitzen. Dann hofft man natürlich auf die Bank. Faschko. Ist Faschko der Geliehene oder nicht? Faschko. Sie können sich
beide neuen Verein suchen in Wirklichkeit. Da ist ein Riesenumbruch gerade. Ich muss jetzt. Was mache ich hier? Genau. Es wird versucht von Schubert, unserem Trainer, ein Faschko ist der Gelegene, genau. Einen Riesenumbruch zu starten. Wie gesagt, der hat vier Spieler vom Training freigestellt, dass sie sich einen neuen Verein suchen. Plus dich auf jeden Fall. Plus der Vertrag mit Chambers wurde aufgelöst, komplett. Dich würde ich gerne trainieren, du bist mir aber nicht meiner. Franjic wird hier trainiert. Bulut ist auch noch echt jung. Burger wird trainiert. Und wen trainieren wir noch? Den Bäcker. Robin Tim Bäcker. Ich habe mir noch keinerlei Gedanken gemacht, wen ich kaufen könnte. Wir können natürlich keine großen Sprünge machen mit dem Budget, was wir haben. Deswegen müssen wir mal gucken. Wir spielen jetzt auf jeden Fall erstmal gegen die Wycombe Wanderers. Das werden wir aber erst einmal simulieren. Das Turnier am Anfang, ich weiß nicht, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, aber das Turnier am Anfang simuliere ich ganz gerne. Zumindest soweit als erstes Spiel auf jeden Fall. Danach gucke ich immer, wie es. Wildsvik, Stoke City hat ein Angebot für Wildsvik. Ich hätte gerne etwas mehr. Ich simuliere das. Soweit. Und dann gucke ich halt, ob ich weiterkomme oder. Oder nicht. Und ich bin am langen Hebel, weil es spielt hier bei mir. Wenn ich Waldschmidt verkaufe, muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwoher ein Innenverteidiger Deportivo La Coruña. Gucke immer gerne in der ersten Liga, ob ich da irgendwie ein Junges bekomme. Ja, wenn ihr das nicht bieten wollt für Walzwick, dann habt ihr Pech. Jari Otto. Es ist nicht die Aufstellung, die ich. Bitteschön, Jari. Und jetzt beweist ich mir, der soll eventuell
Der Yari Otto soll eventuell auch verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Ich glaube, von dem wird ganz relativ viel. Spielen wir übrigens gegen Noir. Ich kenne sie nicht. Das haben wir verloren. Das heißt, das letzte Spiel werde ich spielen müssen. Jetzt trainieren wir auf jeden Fall erstmal nochmal. Da hat mich der Otto ja Nationaltrainer, bla 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 bla. Interessiert das Spielchen hier. Wo war ich? Ich springe heute wieder ganz schön. Das tut mir leid. Es ist 6:30 Uhr. Und dementsprechend sieht es in meinem Kopf aus. Aber so früh morgens ist meistens die einzige Zeit für mich vernünftig aufzunehmen. Wenn meine Tochter und meine Frau noch schlafen, beziehungsweise ist auch bei maximal. Ich möchte über 1,5 für ihn haben. Aber wir können ja jetzt schon mal nach einem jungen Innenverteidiger gucken. Sag mal so bis 19. Bark, aber der ist mir, ich weiß, seine Stärke kenne ich, das ist mir noch zu schlecht. Alter, du bist mir zu gut, der ist mir auch zu gut. Das funktioniert ja alles nicht, das ist mir ja bekannt. Dann Transfer und beobachten. 12 Tage. Der ist so gut, das weiß ich jetzt schon mit der Transfer. Da er frisch im Verein ist, brauche ich es gar nicht probieren, wenn er keine Freigabesumme hat. Er soll erstmal alle angucken. Er hat 16 Tage Zeit, ist ja auch nicht das Problem. Wir spielen jetzt erstmal gegen Fleetwood. 270. Ich versuche mal so. Mein erstes Gegenangebot wird 400 sein. Wäre gar nicht schlecht, wenn wir für ihn etwas Geld bekommen. 380. Sind wir nicht so. 270. Ja, 25, come on. Ach komm, mach mal. Um überhaupt mal Geld etwas zu verdienen. Wenn er denn möchte zu.
Ja, das ist jetzt ein Do-or-Die-Spiel. Wenn ich gewinne, bin ich auf jeden Fall weiter. Wenn ich verliere, bin ich raus. So einfach sieht's aus. Fran, jetzt darf man von Anfang an. Die sind alle nicht perfekt drauf, aber das ist mir egal. Dann spiele ich jetzt das Spiel. Ja, und damit willkommen zurück zu meiner Saison mit Eintracht Braunschweig. Wie ihr bemerkt habt, musste ich cutten. Es lag daran, dass meine Tochter wach wurde und aufgestanden ist. Und ja, sie geht vor. Aber jetzt gerade habe ich Zeit, das Spiel noch aufzunehmen, was ich jetzt an den anderen Part hinten dran cutten werde. Es war soweit alles gespeichert. Ich gucke jetzt nochmal ganz schnell nach. Bla bla bla, wo ist es? Wo ist es? Transferangebot für Engelhardt. Genau hier. Es ist angenommen. Es ist alles gespeichert, die Mannschaftsausstellung. Franjic auch drin, perfekt. Und dann spielen wir jetzt gegen Fleetwood. Es bleibt alles gleich. Was ihr jetzt im letzten Teil gesehen habt, ist es quasi genau dran gehängt. Ich muss zugeben, es stand noch 0 zu 0 in dem Part. Ich hätte es auch gecuttet und meine Tochter nochmal ins Bett gebracht. Kurzfristig, aber wie gesagt, meine Tochter geht vor. Vor allem, was ich hier mache, und deswegen habe ich mich erstmal um sie gekümmert. So, Noch ein dann Tor starten wir für das Steda Spiel. Wir in machen diesem Pressing an. Turnier. Ich spiele ziemlich Und das gerne war mit doch schon Pressing. ganz ordentlich, was Sie bisher gezeigt haben. Und los Gute geht's. Frühform, die müssen Sie jetzt irgendwie konservieren. Das Spiel heute Eintracht Hoppala. Braunschweig gegen Fleetwood Town. Und hier wird uns Ihre Aufstellung präsentiert. Sie gehen es offensiv an 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal. Und die Chance. Marc Pitzner. Der Ball knallt zurück vom Posten. Verdammt, Hinter Marc mir Pfitzner und gegen eine den Feldgelegenheit. Pfosten. Es wäre fast die Führung gewesen, aber nur Alu getroffen. Hereingabe. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Flagge jetzt. Da können Sie erst mal klären. Also in den ersten 6, 7, 8 Minuten sehr drückend von Eintracht Braunschweig, also von mir. Fleetwood Town, null Chance. Bis jetzt. Da bekommt er Allerdings kommen sie jetzt Unterstützung. gerade gut durch. Long. Marc Pfitzner. Fürstner. Jetzt ist Platz für den Konter. Robin Tim Becker. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter Master sein. Och, und verdammt, der Pass war nicht gut. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen wir dranbleiben. Er verlucht's. Ah, und Pfitzner aus Gegner 20 macht Metern sich über die Abwehr. abgezogen. Leider nicht drin. Kurze Flanke. Oh, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Long. Becker, Tingaga. Fürstner. Fürstner verliert den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Flanke findet keinen Abnehmer. Ball an den kurzen Posten.
Bullet. Jetzt die Flanke. Flanken sind nicht sehr erfolgreich. Aber ich komme momentan gut über die Außen. Und jetzt gibt es Einwurf. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Jetzt kann er sich den Ball zurück. Einwurf für uns, sehr schön. Onur Bulut. Robin Tim Becker. Er lässt den Gegner stehen. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Wird er jetzt gestört. Ach, komm. Na, war natürlich was. Muss ich ja gestehen. Christopher Niemann. Eine Verletzung hatte ich auch von Förster. Die kann ich jetzt natürlich nicht simulieren. Ich hätte ihn jetzt als einziges für das Spiel draußen lassen können, aber... Fürstner. Sie bieten sich an. Den Ball kann er abfangen. Förster über rechts. Und Förster. Förster mit dem 1-0 aus relativ spitzen Winkel. Yep. Der erste Wechsel bei Fleetwood. Es war ein Spieler verletzt. Das habe ich nicht mitgekommen. Das gucke ich mir jetzt gleich nochmal an. Ja, sehen tue ich es nicht, aber das war vor dem Tor. Da hätte ich ihn wohl auch rausspielen können. Ich habe es aber nicht mal mitbekommen. Also von daher sehe ich mich da nicht in der Pflicht. Nochmal zur Erinnerung. Für euch ist das ja eben gerade erst passiert. Für mich ist es jetzt 6 Stunden her. Beim Sieg sind wir Safe-Fighter. Bei der Niederlage sind wir höchstwahrscheinlich draußen und unentschieden. Müssten wir auch safe sein. Genau weiß ich es aber nicht mehr. Also Sieg. Schönes Pressing. Safe, jetzt. Das weiß ich, aber. Da wäre jetzt Platz. Das könnte sein. Oh! Fürstner! Und Fürstner mit dem Doppelpack. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt das Spiel aufziehen. Sehr schön. Ideal. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Das 2-0. Aber die Vorlage natürlich durch, weil es wollte ich schon sagen, Niemann mit seinem hervorragenden Schuss. Paris Saint-Germain hat in den vergangenen Jahren ja immer wieder mit einem Umzug aus dem Prinz-Paul-Stadion geliebt. Ja, aber das Thema ist mittlerweile vom Tisch, zumindest für einen sehr langen Zeitraum, denn PSG hat sich vertraglich bis 2043 an diese historisch bedeutende Sportstätte gebucht. Und Tinkaga mit einem super Tackling. Gibt sogar Abstoß. Chris Long.
nicht so richtig zum Abschluss, hat es richtig noch schwer. Ohne. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Und 2:0 zur Pause. Das sieht doch sehr gut aus mit dem Weiterkommen. Ich bring mal Nikascha und Thorsen in der Verteidigung für Robin Tim Becker und Tengaga. Und dann haben wir die Gruppenphase bald auch schon geschafft. Fürstner. Sauber vom Ball getrennt hier. Dempsey. Schlechter Pass. Jetzt haben sie den Ball verloren. Konter für Fleetwood City. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Ja, die Führung, klasse Zuspiel. Und Franjic ist durch. 3-0. Das Spiel ist gegessen. Da wir jetzt einen weiteren Gegentreffer versieht. Und jetzt können sie wohl. Niemand erneut mit der Vorlage. Hoffmann ist der letzte Spieler, der noch genau, nicht kommt. Das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Ich sehe das Spiel solche Turnierspiele und direkt zurückgespielt. Gegen mir recht unbekannte Mannschaften. Also Fleetwood City. Ich kenne Fleetwood City so nicht. Wenn mir ein Spieler auffällig ist, dann kann ich den durchaus verpflichten. Oder mir erstmal angucken. Aber in den Kopf reingegrätscht, aber sofort würde er für Atletico Madrid spielen. Der Transfer wurde vor kurzem bestätigt. Guter Pass. Da ist die Flanke. Es gibt Einwurf. Sie nehmen den Doppelwechsel vor. So, jetzt mache ich noch hoppala, den Wechsel, dass Nymann geht und Hoffmann kommt. Den Torwart werde ich nicht auswechseln. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt sind sie am Ball. Sehr gut, tolles Zuspiel. Gute Aktion. Schöner Angriff. Ich glaube nicht, dass bis jetzt dass das besorgniserregend ist, aber wir sollten natürlich trotzdem aufpassen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Fürstner. Jetzt hat seine Chance. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Schade. Verloren.
Bruno Bulut. Oh, das war richtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. Und jetzt ist der Ball geklärt. Gleich zwei frische Spieler kommen jetzt in die Partie. Und jetzt der Ball im Aus. Da stand er zu sehr unter Druck. Man merkt, dass Stewart City offensiver gestellt hat. Das war abseits, alles klar. Warum nimmst du den Ball nicht mit? Schönes Zuspiel. Das war ein hervorragender Torschuss. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Sie kommen jetzt über außen. Die Mitspieler kommen zu Hilfe. Ja, pass auf. Putaro wieder im Vorwärtsgang. Den Ball ganz schlecht gemacht. Tor sind konsequent dazwischen. Fürstner. Den Ball spielt er Lutz. Bulut alleine auf dem rechten Flügel. Mit dem Ball hat er gar keinen. Aber schlecht verarbeitet von Admundsen. Und Kascha erobert den Ball nochmal. Burmeister aus der zweiten Reihe. Aber es ist nicht sehr erfolgsversprechend gewesen und auch nicht erfolgreich. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Als Fazit für dieses Spiel, um das mal vorwegzunehmen, würde ich sagen, souverän gewonnen, ohne Probleme. Wie gesagt, ich kenne Fleetwood nicht. Ich vermute, das ist ein sehr schwacher Verein. Das Gegentor war unnötig. Aber schön, dass wir gewonnen haben. Ich simuliere noch 1-2 Tage. Eventuell sogar bis zum nächsten Spiel. Und dann werde ich mich verabschieden von euch. 4 Mails. Da gucke ich nochmal. Das nehme ich einfach an. Da verhandle ich nochmal. Ich sag für Chan was 425 Minimum. Ich steige ein mit 500, wenn denn das zu viel ist. Damit habe ich nicht gerechnet.
Er ist 1-1 wert. Letztes Mal stand er irgendwie 1-3, wenn ich mich nicht irre. Ich fange mit 1-7-5 an. Dann nähern wir uns doch schon mal an. 1-6. Wenn wir uns jetzt auf 1-5 einigen, bin ich sehr zufrieden. Dass ihr denn gleich so ausrastet, verstehe ich nicht so ganz, aber eventuell behalte ich Walzweg auch. Kascha, das werde ich ablehnen. Kascha möchte ich gerne behalten. Endlich mal ein vernünftiges Angebot für den Herrn Walzwick. Ich stecke jetzt noch ein Stück höher ein, weil sie auch 1,5. Gehe ich mal jetzt 1,7. Ihr gebt mir noch 5% und wir machen 1,6. Da haben wir es doch. Dann werden wir jetzt noch die Aufstellung fürs nächste Spiel bearbeiten. Franjic, obwohl er gut gespielt hat, kommt wieder raus. Einen linken, einen für das linke Mittelfeld brauchen wir noch. Da werde ich gleich nochmal. Da gucken wir jetzt nochmal in den Transfermarkt, ob wir da vielleicht einen jungen Spieler. Aus der Bundesliga bekommen können. Wir wollen Leon Bailey, genau. Paul Dardai verpflichte ich mal. Den würde ich gerne verpflichten. Er möchte. Das ist das Letzte, was wir jetzt heute machen. Tiefer ein. Eine Million. Da haben wir doch schon verpflichtet. Wahrscheinlich bezahle ich auch noch voll über. Das ist Rotation, das ist perfekt. 3 Jahre. Du bist so jung, dann machen wir mal 4. Ist auch gut. Freigabe, so mag ich nicht. Ach, weißt du was? Das machen wir einfach. Dann haben wir Pal Dardai. Einen jungen Spieler, Top-Spieler verpflichtet, bla bla bla. Am Arsch. Damit haben wir den noch aufgestellt. Das war unsere letzte Handlung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es ist jetzt doof, Eigenwerbung zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Dann schreibt in die Kommentare, warum nicht. Ich gehe gerne auf Feedback ein. Besucht mich auf meinem Twitch. Mocha326. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Mocha. Ciao, ciao.